Hallo Leute, hier ist Schussmann. Ja, ich packe ein paar alte Premium-Schiffe aus. Ich bin blank, ich habe ordentlich was zurückgesetzt und habe jetzt einfach mal Lust, ein bisschen, ja, Premium-Schiffe zu fahren, die man eigentlich nicht mehr so sieht. Günni ist am Start. Schauen wir uns mal die Ausrüstung an. Ja, schön auf kalt, ganz. Sicher ist sicher. Wir brennen natürlich auch mal ganz gerne. Ist halt eine Hipper. Mit so einem ganz kleinen Heel hier. 291, das ist nichts Tolles. Ansonsten ist es halt so gesehen 1 zu 1 eine Hipper. Der einzige Nachteil oder das einzige, was schlechter ist, im Gegensatz zu Hipper, ist die Ladezeit. 13 Sekunden. Ich glaube, die wurde schon mal wieder ein bisschen runtergenommen. Die war mal bei 14, 15. Irgendwie so in dem Dreh. Die Panzerung ist sehr löchrig, besonders im Hinterbereich oder so. Ihr habt hier zwar 40 mm, aber ihr nehmt einfach massiven Schaden. Ne? Egal, jedes ab Stufe 7 Schlachtschiff, was auf dich schießt, bist du wirklich in Gefahr. Ne? Die klassischen 203 mm, die AP ist natürlich sehr kräftig, die Geschosse sind auch sehr schnell, was Vor- und Nachteile hat. Ihr seid relativ genau mit 143 Meter auf 17,5 Kilometer, das ist sehr gut. Ja, 6x2, gut, 8,4 hat ja mittlerweile auch schon Relevanz, aber die paar Türmchen hier an der Seite. Ihr habt viele Torpedos, 4x3, zwar nur 6 Kilometer, aber wenn ihr im Todeskampf seid oder euch will einer rushen, das ist natürlich so eine Sache. Der nächste extreme Nachteil, was ich an deutschen Kreuzern finde, ist, ihr habt nur Wasserbomben. Ne? Ihr habt Anzahl Bomben in einer Ladung 6, 40 Sekunden Ladezeit. Ja, 2530, das ist nicht so pralle. Die Flugabwehr ist relativ gut. Ne? Die Langstreckenflak ist nicht so gut, aber die Kurz- und Mittelstreckenflak ist ja, oberes Mittelfeld, würde ich sagen. Ne? Ja, 1883, 38. Das ist schon recht annehmbar für einen Stufe 8 Kreuzer. Da gibt es bessere, aber da gibt es auch weitaus schlechtere. Ja, also die Flugabwehr ist okay. Besonders wenn ihr ein Lottier CV habt und der will euch anfliegen, der hat keinen Spaß an euch. Das Schiff ist ein bisschen träge, also ist nicht schnell. Die Ruderscherzeit ist natürlich mit Modulen ein bisschen gepusht. Das ist recht angenehm, weil du auch mal in Kite gehen musst. Die Verborgenheit ist nicht sehr gut, 11,7. Ja, da muss man sehen. Ansonsten muss ich sagen, ich muss mal gucken, wie habe ich Günni denn geskillt hier. Turmdrehgeschwindigkeit, ja, das brauchen wir auch, wenn wir im Kite sind. Die Brandwahrscheinlichkeit habe ich geskillt. Adrenalinrausch, mehr Leben. Die Flugabwehr, U-Boot-Abwehr habe ich ein bisschen gepusht. Tarnung und RPF. Also meiner Meinung nach sollte man, wenn man Kreuzer fährt, immer RPF drauf haben. Gut, also gehen wir einfach mal rein. Schauen wir mal, ob wir zwei Runden mit euch hier hinkriegen, einigermaßen, die das ein bisschen zeigen. T8 Kreuzer findest du immer schnell Matchup, das ist angenehm, besonders wenn ihr Premium Kreuzer fahrt. Wie gesagt, T8 Kreuzer findet ihr eigentlich relativ schnell. Oh, 13 U-Boote, 12 Zerstörer. Das geht ja auch wieder los hier. 15 Zerstörer U-Boote. Ja, wollen wir mal gucken, wie die Weihnachtsferien laufen. Im Random oder im Ranked oder so. Ich bin gespannt. Ich freue mich auch schon auf die Weihnachtsboxen. Da hat man sich schon ein paar Euro beiseite gepackt. Dann werde ich euch da mal ein schönes Opening machen. Da freue ich mich auch schon drauf. Ich hoffe ja, dass mir ein paar Schiffe kommen. Oh, wir sind. Stoppt ihr, was denn heute los, Alter? Ein Bier, das ist auch ein schöner Klarname. Ja, Nordlichter. Natürlich CV drin. Ja, wollen wir mal gucken. Eine Schill ist drin. Die fehlt mir zum Beispiel auch noch. Das wäre auch schön, wenn ich die Schill nochmal in den Weihnachtsboxen hätte. Zwei U-Boote, zwei DDs. Das ist in Ordnung, aber zwei U-Boote, vier DDs und ein CV empfinde ich als zu viel. Besonders wenn du im Schlachtschiff sitzt.
Ja, wir sind in der 9er Reihe gestartet. Mal gucken, was unsere Gede vorhat. Unsere Gede hat keine Lust, hier hinzufahren. Also ich bleibe aber noch mal ein bisschen beim U-Boot. Mal gucken, ob mein hier Schiff das noch schafft. OP-Schiff ist das nicht. Was heißt OP-Schiff? Opas Lieblingsschiff. Die Prinz Eugen ist Opas Lieblingsschiff. OP, da ist die Prinz Eugen weit von weg. Auch die Hipper. Das sind eher so Liebhaberschiffe, könnte man sagen. Die kleine Reparatur bringt natürlich ein bisschen was. Fährt mein U-Boot hier eigentlich schon? Ja, U-Boot fährt ganz nach außen. Oberhalb der Wasserlinie. Das ist ja auch schon mal ein gutes Anzeichen. Meistens, wenn du startest, das erste, was die U-Boote machen, sie gehen auf Tauchstation und fahren los. CV kommt, Lexington kommt. Dann bin ich gleich auf. Aber wie gesagt, meine Flugabwehr ist relativ okay. Wie weit schießen wir eigentlich? 5-2, das ist jetzt. Ja, das ist okay auf Stufe 8, ne? Nee. Ich bin hier aber. Meine Tirpitz hat auch keine Lust mehr. Und wenn hier ein U-Boot dran ist, dann muss ich eh abhauen. Kommt da schon mal was? Denn weißt du was ist? Ich drehe mal meine Türme. Und dann gehe ich mal in die andere Richtung. Da sind. Natürlich kommt hier auch noch ein U-Boot. Ich mache mal erste Seite. Und ein DD kommt hier auch noch. Das ist schlecht. Jetzt mal Spot weg. Drei Schiffe sind hier. Die Schill hat geschossen. Ich guck mal, ob der wieder zurückkommt hier. Kommen Sie zurück! Da ist die Schill. Oh, der ist leider wieder zu. Ich stehe super ungünstig hier. Aber ich will mein U-Boot da nicht so alleine lassen, der jetzt gegen die Insel gefahren ist. Da kommen Torpedos. Ich hau den Rückwärtsgang rein. Ich kann gegen das U-Boot, Gegner-U-Boot jetzt nichts machen. Das heißt, ich müsste in einen DD reinfahren und in die Schill. Und anscheinend, oh, haben hier noch ein paar andere Schiffe vor, auf diese Ecke zu fahren. Ich bin zu breit. Ich weiß nicht, was mein U-Boot hier macht. Torpedos direkt Ich voraus! habe das eben gerade noch gelobt. Ja, doofe Situation. Mal gucken, was die Gede vorhat. Ich bin offen. Sehr schön. Ne, mein U-Boot spottet nicht. Das heißt, ich muss weg hier. Das hat hier keinen Zweck. Oh, die Schill. War jetzt nicht sehr gut. Ah, das nehme ich natürlich dankend an. Torpedos Achterhaus. Ich habe Rudermod drin. Ne, Torpedos Achterhaus. Ne, 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 ne. Nee. Torpedos Achterhaus. Problem gelöst. Torpedos Achterhaus. Ja, ihr seht, die Kanonen machen halt nicht viel Damage. Oh, je, je, je. Meine Hydro ist aber sehr gut. Ich habe sehr gute Hydro hier. 4 und 6 auf Stufe 8. Torpedos Achterhaus! Das ist ein Traumwert. Torpedos Achterhaus! Oh, okay, Schill. Was hast du dir anders vorgestellt? Ne? Also, ich bremse jetzt einfach mal ab. Mal gucken, was du dazu sagst. Ich ziele aber auch wie der letzte Mensch gerade. Er ist in der Border. Ich repariere jetzt einfach mal. Die Schill hatte keine Reparatur, wenn ich mich recht erinnere. Oh, sag mal. Ja, die typisch deutsche AP, die hat halt Probleme, irgendwas zu pennen. Er tut mal bei den Gefallen. Und macht sehr weit auf. Oh, er wechselt auf.
Jetzt fängt das aber an, langsam weh zu tun. Und? Sag mal. Jetzt muss ich mir hier. Ihr seht schon, warum die Prinzeugen nicht mehr so oft drin ist. Aber gut, das war besser. Doppelbrand und Ausfall. Und er brennt. Nein, der Arme. Chill, komm, chill. Dreh nicht durch. Krieg ich noch einen Brand hin. Nächste Salve mache ich nochmal AP. Hier mit der deutschen Haarelo, okay, ja gar nicht. Aber ich will nicht laut lachen. Ne, ich kann nicht. Hä? Da hat er einfach gedreht, ey. Da ist die. Und was ist das denn hier? Tippets. Oh, ich mach nochmal HE. Das war gerade sehr witzig. Was hat dich denn da getroffen? Die Chill hat natürlich auch Torpedos, da muss ich aufpassen. So. Das hier ist das. Ja, da schieße ich nicht drauf. Ich will mir hier noch mal ein bisschen Spaß gönnen. Boah, das ist aber irgendwie. Ach, Fidschi. Das ist aber irgendwie eine chillige Runde hier. Na gut. Aber hier sind ja noch Zeten und Carolina, U-Boot und der DD. Also gönne ich mir jetzt mal das U-Boot. Mal gucken. Panzerknacker, das ist auch ein netter Clan. Besonders Grüße gehen nochmal raus an Pesch. Ich will gucken, ob ich die beiden Schlachtschiffe ein bisschen ärgern kann. Oh, 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 Sniper-Elite. Das war auch ein witziges Spiel. Ich glaube, ich habe hier Panzerknacker zu doll geärgert. Ich mach mal Hydro rein. Ich muss aber weg jetzt hier. Oh, das wird teuer, das wird teuer. Ich habe einfach Glück gehabt, ey. Oh, was haben wir denn hier? Torpedos 8 aus! Torpedos 8 aus. So, komm, ich will hier nochmal treffen. Und. Nein, hör auf einzudrehen. Boah. Oh, was hier? Okay, jetzt beginnt der Spaß. Jetzt werden wir auf ganz entspannt mal zwei Schlachtschiffe runterfahren hier. Ich werde nochmal umdrehen, weil die geben ja Gas hier, die beiden. Meine Türme schon mal drehen. Wow, ne, wir haben noch kein Schiff verloren. Das ist aber auch wieder eine Runde hier, du. Ihr seht, die Prinz Eugen ist mehr als entspannt hier beim Wenden. Da ist die Zieten. Da ist die Carolina. Beide haben nicht die Türme auf mich. Ich nutze die Situation. Was ist denn heute mit meiner Prinz? Das wurde aber Zeit hier. Ziehen dann natürlich nur einen Turm nach vorne. Das nutze ich sehr für mich aus. Ich mache mal hier Secondary Feuer. Ah ja, guck mal. Da ein bisschen übertrieben jetzt. Weiß was, ich warte.
Ich warte jetzt einfach mal. Ich lad mal um auf AP gleich nächste Runde. Mal gucken, die Carolina steht hier so schön. Na, treff leider nur die Türme. Gib Gas, gib Gas, gib Gas. Ein bisschen frech sein hier. Vielleicht will der mich ja rushen hier. Ich muss mich aber trotzdem anwinkeln. Und? Nee, ich gehe mal lieber auf sicher. Oh, das U-Boot, Alter. Ich wollte schön jetzt. Sniper Elite Shield auf mich. Ne, macht er gar nicht. Oha, Carolina rein. Ich will aber nicht übermütig werden, weil er zielt schon wieder auf mich hier. Bisschen mit der Geschwindigkeit spielen. Oh nein, 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 nein. Ja, Mann. Ihr seht, auch wenn ihr angewinkelt seid, die Panzerung ist nicht toll von der Prinz Eugen. Aber das war ja hier auch ab Schlachtrunde sein Großvater. Elite geht gleich raus. Und unsere Schiffe haben alle noch viel Fleisch. Champagner. Sniper Elite ist draußen. Ja gut, Leute. Beeilen wir uns einfach mal schnell. Nächste Runde. Oh nee, was fahrt ihr denn jetzt alle U-Boote? Lasst das mal sein. Ich werde mal gucken, ich werde noch ein paar Videos machen zu alten Premium-Schiffen. Ich habe gesehen, Crado macht ja wieder seinen Adventskalender. Finde ich sehr gute Aktion. Mal gucken, jetzt sind wir. Ai, ai, ai. Okay, ja, jetzt sind wir aber wirklich weit unten. Zwei U-Boote, zwei DDs. Dann werde ich aber hier auf ganz entspannt jetzt spielen. Ich werde mir jetzt eine schöne Insel suchen und ein bisschen Party machen. Weil hier Kurfürst, Pommern, Kansas, Petro, Sau, das sind alles Schiffe, da hast du eigentlich, wenn du in der Prinz Eugen sitzt, gar keine Lust zu. Upsi. MacDive. Ja. Sehr schöner Name. Picasso. Was haben wir noch? Kim Jong Ilist. Wild Child. Captain Beulenbest. Solche HRO. Deine hier, der die. Nee, nee, nee. Manchmal, wie gesagt, sind ja noch ganz lustige Namen mit da drin. Also warten wir jetzt mal, was hier Picasso. Mal gucken, ob er hier gleich ein schönes Bild malt. Was für eine Idee haben wir hier noch? Hayate, St. Martin und Mecklenburg. Ja, mit eurer schlechten Panzerung hier. Aber ihr habt eine schöne Reichweite. Also ich bin am Überlegen. Ich will gar nicht so weit weg von den Inseln hier. Ihr könnt natürlich nicht so dicht dran wie amerikanische Kreuzer, weil ihr halt recht schnell schießen könnt. Oder eure Geschosse recht schnell sind, weil ihr recht schnell schießen könnt. Besser gesagt, also. Aber ihr habt keine Chance gegen U-Boote.
Vielleicht ab der Mitte der Runde, wenn ich das überlebe hier. Ich will euch das einfach mal zeigen, unverblümt. Ich gehe schon mal so ein bisschen in Kite-Position. Guck mal, da kommt schon der erste Schlingel hier. Winewood kommt hier an. Was haben wir hier? Eine Kansas. Oh, das sind alles Sachen, wenn die auf euch schießen und ihr sitzt in der Prinz. Irgendwie machen keinen Spaß. Auch eine Schieber. Da muss ich natürlich drauf schießen. Na, trifft er einfach was? Nein, Mann! Was soll denn das? Er nebelt. Hör auf, dich zu nebeln. Die Salve müsste treffen. Oh, das ist aber gut, dass uns jetzt hier. Ja! Oh, es radert sehr. Es radert sehr, also. Na, okay. Ja, schon mal ein Problem weniger. Warte mal. Vielen Dank, Captain. Ja. Kannst mal, man kann sich auch mal bedanken, ist ja einfach. Da bricht man sich ja kein Bein oder so. Aber wie gesagt, ich muss aufpassen. Wäre schön, wenn unsere Balao mal hier anfängt. Eine Edinburgh steht da noch am Nebel, ne? Ich mach mal frecherweise AP, obwohl die AP, wie gesagt, nicht so dolle ist. Da kommt die Kansas langsam an. Und der Kurfürst. Komme ich hier über die Insel rüber? Sieht ganz gut aus. Mal gucken, er ist gleich angeklebt, ja. Ich muss aufpassen. Ich glaube, dass ich meinen Brand-RNG schon aufgebraucht habe in der letzten Runde. Deshalb versuche ich hier es gar nicht. Ich versuche mal hier nochmal rumkommen. Hoffentlich gehe ich nicht auf. Na, das war ein bisschen. Ich muss wechseln auf HE, nützt nichts. Der Shima-Nebel hilft mir natürlich. Alter, was ist das denn? Der wird aber gleich weggehen, darum werde ich mich mal ein bisschen anwinkeln hier. So gut es geht mit diesem Schiff. Okay, das lässt sich auch mal kaputt hier über mich. Ihr seht, das Ding ist auch sehr träge hier. Na, ja, das war besser. Werde ich gierig, schieße ich nochmal. Ich schieße nochmal. Nach vorne. Der Kurfürst steht breit, dann lade ich mal um. Da ist die Edinburgh. Oh, 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 na, gehst du raus? Was weg ist, ist weg. Er heilt. Schaffen das meine Kugeln. Ja, fast. Ich muss aber die Chance nutzen, ja. Ich lade mal zu sicher wieder auf HE. Feueralarm! Gut, das passiert schnell. Edinburgh kommt. Problem gelöst. Ich hoffe, die Sau ist nicht so dicht, dass sie mich aufmacht. Was macht der Kurfürst? Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das ist gut, das ist gut. Eddie ladet nach, ladet nach. Eddie ist sehr langsam im. Oh, hoffentlich trifft er noch was. Ich muss aber mal weg jetzt hier vom Kurfürsten. Und? Ah, hallo Handy. Ich setze nochmal blind einen Nebel. Wir haben ein feindliches U-Boot gesichtet. Oh, das ist schlecht. Das U-Boot tut uns aber den Gefallen und bleibt, geht nicht unter. Also taucht nicht ab, doch geht jetzt unter. Der bleibt einfach stehen, der verrückte Hund, ey. Ja, Torpedos treffen leider nicht, das ist sehr, sehr schade. Ich muss jetzt aber zusehen, dass ich wegkomme vom. Hey.
Der merkt aber auch, dass er hier in eine Situation gefahren ist, die nicht so dolle ist. Oh, schön draufschießen. Oh, sehr schön. St. Martin hat geregelt. Bin froh. Ich bremse lieber. Und zu. Alles klar, ab zum Cap. Nein, 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 ich bin noch zu. Bitte schieß nicht nochmal. Ist das hier so schnell oder ist hier noch was? Was kämpft denn da? Die Sau, ja. Die Sau ist der Hände, das heißt, ich kann hier helfen. Das war keine gute Runde hier. Ich bin froh, dass ich das irgendwie überlebt habe. Oh, der ist natürlich jetzt. Der schießt halt eh auf mich. Oh, das ist gut. Was soll er machen? Aber ich keine Chance auf der Entfernung jetzt hier. Eine Pedro runterfahren. Der schießt gar nicht auf mich. Der schießt auf die Mecklenburg. Okay. Hier vorne ist mein. Ich nutze, dass ich zu bin. Ich muss ein bisschen meine. Manchmal passieren ja auch verrückte Sachen. Kommt da irgendwas rüber? Ne, alles. Da ist Onkel Sau. Gut, dann pushe ich jetzt mal mit der Mecklenburg rein da. Und dann werde ich mir aber die Pedro mit der St. Martin hier schnappen. Man muss natürlich aufpassen, Sau hat 10 oder 12 Kilometer Torpedos. Die Sau ist auch so ein Schiff, das sieht man halt nicht mehr so oft. Der bringt sich anscheinend in eine gute Torpedo-Position. Ich will meine Mecklenburg aber nicht so alleine lassen. Auch schon was rüberkommt. Torpedos auf Backbord. Katapultjäger kehrt zum Schiff zurück. Oh Mann, Türmchen kaputt. Der hat jetzt 100 pro AP drin, ne, und will mich bestrafen. Ich bin geschützt vor der Pedro. Nee, der schießt weiter. Okay. Ist ja auch keine Chance hier. Mit deiner Hilfe. Ich will nicht so weit nach vorne. Ja, Sau, du kannst dich ruhig anwinkeln. Das macht nichts. Naja, da haben wir fast schon gedacht, dass hier irgendwie Pedro Lombardi hier verrückt wird. Child, ja, das ist auch der richtige Name für das Schiff hier, was du fährst. Ich hole mir lieber noch ein bisschen EP. Ich muss ja jetzt ja nicht wie ein Verrückter reinschützen, aber das sind auch wieder Abschlachtrunden hier. Okay, jetzt kommt schon wieder ein bisschen die Gier durch. Ich gebe es zu. Nein, das ist nicht gut. Ich will schießen. Ich habe geschossen, na toll, ey.
Aber du kriegst halt auch EP, wenn du am 10er Damage machst, ne? Ja, und weg! Nein, achso, oh, ich dachte, er schießt auf mich. Meine Cap-Punkte hier. Oh, anscheinend. Ich weiß gar nicht, was sie. Alle wollen sie auf den Mecklenburg ballern, ey. Was hat ihr euch denn getan? Sag mal. Das ist aber wirklich keine schöne Runde. Aber naja, gut. Wie gesagt, es sollte auch nur eine kleine Vorstellung sein. Wenn ihr mal jetzt in den, aus den Weihnachtsboxen die Prinz Eugen zieht oder so. Ne? 51.000 Schaden, aber immerhin. Ne? Gut, ich habe auch einen fetten Booster drauf gehabt. Das hat das EP-technisch gebracht. Oh. Ja, aber hier, Onkel Mecklenburg hat fast 1.000 mehr als ich. Also, gut. Alles klar, Leute. Nice to have, die Prinz Eugen. Ist ja schlecht gealtert. Ihr habt so gut wie keine Panzerung. Ihr habt nur 4 Rohre nach hinten und 4 Rohre nach vorne. Also, ja, müsst ihr wissen. Die HE funktioniert ganz gut. Besonders gegen Kaltkreuzer. Da könnt ihr richtig schön Damage machen, wenn ihr auf die Reling schießt. Richtig schön Damage ist relativ, muss ich wirklich zugeben. Aber wie gesagt, auch hier gilt, ist nicht so, dass es heißt, bevor ihr stirbt, müsst ihr nochmal eine Prinz Eugen fahren oder so. Es gibt sicherlich bessere Runden, es gibt sicherlich schlechtere Runden. Aber naja, es ist ein Pfannschiff mittlerweile. Die Prinz Eugen ist eher zum Pfannschiff. Und man sieht sie auch super selten. Das hat natürlich auch seine Gründe, ne? Okay, Leute, ich guck nochmal, was ich weiter für alte Premium-Schiffe fahre, wegen den Weihnachtsboxen, wenn ihr da was rauskriegt. Also, macht's gut, ciao.